Ich habe 100% mit denen, ich habe alle richtig. Die anderen waren solide Low-Sticks, Grabner. Und crushen alle heute. Lassen, die dich negativ beeinflussen und dir Druck auferlegen, weil sie irgendwie, weiß ich nicht, eine Vision haben an, über dich, die du aber gar nicht hast. Ja, klar. Ich habe auch eben in einem Interview gesagt, so normalerweise, wenn negative Kommentare kommen von irgendwelchen Idioten, dann blocke ich die einfach. Das mache ich auch so. Ja. Aber weiß ich nicht, jetzt gerade ist es irgendwie, da fühlt sich alles irgendwie schwer an. So. Weiß ich nicht. Gerade heute und gestern. Irgendwie viel, viel Druck, so von mir selbst. Und dann merke ich, dass mich halt so Dinge schon belasten, wenn die Leute halt schreiben, ja, ihr seid im Stream, also ihr streamt gar nicht so richtig. Weil für mich jetzt gerade ist es einfach nicht möglich zu streamen. So, wenn ich jetzt streamen würde, es wäre halt dumm, weil mein Kopf ist super voll, es ist super anstrengend alles hier. Ich versuche jeden Tag 100% zu geben und es klappt gerade nicht. So, und dann denke ich schon darüber nach. Also dann denke ich schon so, boah, ja, kacke, wenn die Leute das jetzt so sehen. Eigentlich wollen wir hier gut abliefern und so. Es ist halt gerade irgendwie nicht möglich. Ich finde, das ist so ein Punkt, irgendwie, ich denke mir da so, da musst du einfach, oder ich setze da für mich ein Zeichen und sage, okay, ich bin der Streamer, ich mache, wo ich Bock drauf habe und wie ich mich fühle. Und dem, wo es nicht passt, dann ist es okay. So, ich weiß, dass ich nicht jedem recht machen kann, aber so, warum soll ich mich jetzt ändern, weißt du? So, ich bin ja die Person, so, ich finde, das ist immer so, da einen Standpunkt setzen und einfach sein Ding durchziehen, das ist für mich irgendwie wichtiger. Auch ja. Natürlich ist es wichtig, so was die Leute sagen und denen auch so, wenn die ein Feedback geben, dann kann man jetzt zum Beispiel, dass ich das Design scheiße, okay, dann kann ich das Design anpassen. Aber wenn sie sagen, ey, ändere deinen Tagesablauf und ich ändere meinen Tagesablauf und dann fühle ich mich scheiße, also das macht für mich keinen Sinn. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Das Problem ist, oder es gibt ja nicht nur Raffi, der jetzt gerade zählt. So, es gibt Pokercode, es gibt hier das Streamhouse, es gibt das Beat the Pros, die jetzt von euch noch einen komplett utopischen Schnitt haben wollen und so. Das baut für mich alles Druck auf. Also wo ich jetzt gerade merke, dass ich schwierig finde, damit umzugehen. Also das, klar, ich würde gerne so über den Dingen stehen und einfach so sagen, fuck it, sonst ist mir alles scheißegal und so. Das ist halt nicht so. Das finde ich jetzt gerade ein bisschen schwer. Heute Morgen bin ich aufgestanden. Ich habe gestern den ganzen Tag im Bett rumgelegen, weil es mir kacke ging. So, heute Morgen bin ich aufgewacht. So voll motiviert. Jetzt bin ich hier, sitze hier, bin super müde, mein Kopf ist genauso voll wie gestern. Es fühlt sich nicht an, als wenn ich jetzt Poker spielen könnte. Es fühlt sich nicht an, als wenn ich jetzt streamen könnte. Und es ist ein weiterer Tag hier im Streamhaus. Also ich meine, ich bin sehr zufrieden mit mir, wie die ersten 2,5 Wochen gelaufen sind. Ich habe 100% gegeben, ich habe mir fast keine Minute aufgenommen und so. Jetzt gerade merke ich, dass es vielleicht alles ein bisschen zu viel war. Es waren vielleicht 110-120%, die ich gegeben habe und jetzt gerade, ich merke, heute geht's nicht. Gestern ging's nicht und heute geht's nicht. Und das ist ein bisschen, irgendwie ein bisschen schwer, so gerade. Ja, aber dann gönn dir die Pause. Dann gönn dir so viel Zeit, wie du brauchst. So. Super wichtig. Also da musst du, also wenn du jetzt dann noch was durch Zwang dich da jetzt an die Tische setzt oder streamst, machst du das Ganze ja nur noch schlimmer. Dann wirst du wahrscheinlich jetzt am Ende 5-6 Tage nicht mehr können. Ja. Dann lieber auf dich, auf dein Inneres hören und erstmal ganz runterschalten. Also ja. Mache ich das auf jeden Fall. Wenn ich da nicht kann, dann lasse ich es auch, weil es bringt nichts. Du wirst heute dann als Beispiel eine Minus-Session fahren, mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit. Ja, klar. Und du wirst halt wahrscheinlich dann auch noch schlechte Laune im Chat verbreiten, also im Stream verbreiten. Ja. Die Leute merken das ja. Das hatte ich ja im Januar, ne, wo ich dir erzählt habe, der Januar war für mich privat schwierig und dadurch habe ich das auf den Chat übertragen, auf den Stream übertragen. Die Leute haben mich noch angeschrieben. Was stimmt nicht mit dir? Und du bist so, was ist komisch? Die Viewer-Zahlenschnitt ging runter. Das war so krass, es überträgt sich sofort. Und natürlich dazu der Downswing, mein größter Downswing, den ich je hatte, war im Januar. Ich glaube auch, dass viele Leute nicht so ganz kapiert, auch ich hätte davor nicht gedacht, was wir hier überhaupt, wie viel wir den ganzen Tag machen. So,
So, wir sind jetzt, was da, 3 Wochen? Und wie viel haben wir gechillt vielleicht? Wenig auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall wenig. Und ja klar, auch wenn wir jetzt nicht den ganzen Tag Poker und Study machen, dann hat man halt andere, dann macht man was für einen Vlog, dann kocht man was, dann ist das, dann ist da, dann ist ein Interview, dann was weiß ich so. Es ist immer irgendwas, was wir machen und das ja. ist schon viel Energie. Okay. Gut, das ist zu mir. Und dann einmal nach hinten links. So, ich muss halt hinten ran, das wird dann vielleicht unangenehm. Ich muss noch durch. Oh. Ja, aber ich muss da durch. Bleib! Okay. Was soll ich? So, eigentlich noch ein bisschen weiter nach hinten, aber. Okay. Jack, so passt jetzt. Oh. Das ist ja voll groß, die, das da vorne. Ja, das ist so. Das da vorne waren die kleiner, die Stäbchen irgendwie. Das ist so ein riesen Drummer. Durchgestochen. Ja, ist. Ah, gut. Das heißt, sonst ist es leider nicht richtig. A little longer than a few minutes later. Ist negativ? Jawohl. Hey. Hey. Das heißt, hey. Grüß dich. Hi, grüß dich. Marev. Raffi. Hi. Kai Jan, wie geht's dir? Servus. Schön, dich mal kennenzulernen. Ja, eine Ehre. Die kann man mal anfassen. Gefühlt kenne ich euch schon mittlerweile recht gut. Ja. Ja. Wir dich auch? Ja. Ja. Schön, ja. Ist schon witzig, wenn man sich sowas anschaut im Internet und man denkt, ja, okay. Wenn ihr, okay, kennt mich vielleicht von Grinders, aber sonst würde ich das Gefühl haben, ich kenne euch, aber umgekehrt. Genau, ja. Das ist schon nice. Ja, wir wollten eigentlich nur spontan euch überraschen und dann wart ihr ja. Ja, nicht schlecht. Gut, das ist gut. Und Grind heute für euch. Ach, nice. Geil, echt, ja. Und am Nachmittag, ja. Mit Laptop halt. Ja, ich habe einen Bildschirm mit. Oder einen federnden Laptop, genau. Irgendwo. Mega. Vielleicht schon mal dich schreiben oder was. Ich denke, einer kann auch mein Setup benutzen. Ich will heute nicht. Du, Pause? Ja, ich habe halt irgendwie so gestern und heute merke ich, dass ich so einen Down habe. Mhm. Einfach weil es schon anstrengend ist alles. Voll. So zweieinhalb Wochen jetzt hier, jeden Tag 100%. Und voll. Irgendwie habe ich eben schon gesagt, so allen Erwartungen gerecht werden wollen ja, und ja. auch Erwartungen an sich selbst haben und jeden Tag mehrere Stunden Study, mehrere ja. Stunden spielen, dann Sport. Ja. Relativ hart. Sport vor allem. Das ist ganz spannend, dass du das ansprichst, weil wir hatten es natürlich ähnlich im Sommer. Mhm. Wir haben es 2 Monate lang gemacht und das war halt damals so, wir sind halt in erster Linie alle richtig gute Freunde. Mhm. Und dann haben wir halt Poker und war das Projekt spontan. Und obwohl das so ausgesehen hat, als hätte man da jetzt jeden Tag studiert und das optimiert, das haben wir auch nicht. Also es war nicht so, dass da jetzt jeden Tag jetzt nur, okay, wir machen jetzt 5 Stunden Content. Wenn es 1,5 Stunden am Tag sind und die effektiv, dann ist man eh in kürzester Zeit so viel besser. Und es muss nicht 5 Stunden sein. Und das machen auch andere, die anderen Racks nicht, dass die jetzt 5 Stunden studieren und wer da das erzählt, das ist Quatsch. Ja. Das macht kein Fehler, das macht kein Linus, das macht keiner. Ja. So, das macht es macht auch keine Freude dann, so wenn du sagst, okay, du forst dich dazu. Genau. Und da ist schon in dem Setup natürlich ist schwer, die Balance zu halten, aber einfach das, was sich gut anfühlt auch. Und es ist ja das Ziel jetzt nicht, dass du jetzt in 2 Wochen zu einem Super Crusher wirst, sondern dass du halt hier so Sachen lernst, die du dann nachher ja, genau. umsetzen kannst. Das sind halt so viele Aufgaben, die man ja, jetzt noch umsetzen muss. Voll. Das dauert. Und das sind halt so kleine Sachen, die auf lange Sicht dann halt einen Unterschied machen. So die Zehnerhand, die du gecallt hast, da im FD, die schaust du an und dann weißt du, okay, ist eigentlich ein Fold, wahrscheinlich. Und einfach den Prozess, okay, du hast eine FD-Hand und die schaust du dann halt danach an. So, okay, das bringt am ersten Tag mal 0,5% mehr. Aber wenn du das jeden Tag machst oder jede Woche machst, dann bist du halt so viel besser nach 6 Monaten. Und das merke ich ja auch bei den Jungs, die waren nicht besser als ihr jetzt vor einem Jahr. Also ja. vielleicht der Rolli, aber die anderen waren solide Low-Stakes-Grinder und crushen alle heute. Also es ist echt so, wirklich jeder von denen kann easy die 1Ks oder die Main Events online spielen. Ja.
halt Odin dazu und Pio hier und Rangeview da, das ist einfach geisteskrank. So IC, Meister, HLC, alles. So, wir haben alles gerade. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Ja, das Setup, wenn das passt, ja, dann. Und vor allem, ihr könnt euch ja untereinander noch scheren, ihr könnt das besprechen und das macht das in der Gruppe ja auch einfach lieber. So, ja, wenn dann die anderen mit dem arbeiten, ihr sprecht euch da ab, das geht dann ja auch leichter. Alleine bist du dann okay, ja. Ja, ja, ich stehe auf, ich stehe immer meistens als spätestens auf und nach, also am spätestens auch spätestens drin. Ja, ich kann nicht richtig reden. Auf von allen. Und dann komme ich halt runter und dann hat er schon irgendwie einen Spot wo liegen oder so. Ja. Dann setze ich mich halt direkt dazu. Und das, sonst würde ich erstmal eine Stunde nichts machen oder vielleicht den ganzen Tag nichts machen. Das hat einfach motiviert. Wo du daheim aufstehst, sagst du halt, dann mal Handy, bisschen die Sonne oder so. Ja. Machst halt da, oh fuck, der macht schon Study so. Ja, ich stehe auf und setze mich dazu, weil let's go. Okay, ich glaube, wir haben ein bisschen einen Tagesplan. So, 17:30 ist bei mir das. Die du dann nimmst. Okay, und wo ist das ist jetzt? Ja, du kannst, wenn du, jetzt hast du nur Kings. Jetzt hast du nur 4,3 BB, was er da betten will. Wenn du nochmal drauf drückst, wird dir wieder alles angezeigt. Ja, genau. Links unten kannst du halt Strategy, Range, Equity, V und so weiter machen. Das war zum Beispiel von mir jetzt ein Vorschlag, wenn du auf Equity drückst, kommt hier zum Beispiel. Hier? Genau, dann kommt jetzt hier die Equity, das habe ich jetzt vorgeschlagen, dass die immer dasteht, weil das wäre halt zum Beispiel insane für mich, wenn man wirklich von Street zu Street immer sieht. Wow, ja, voll. Und das werden sie vielleicht hoffentlich auch reinmachen. Ja, die fanden die auf jeden Fall gut. Hm. What are you guys doing? The guys show me Odin. Is it out yet when it comes? No, it's not out yet, but it will be out. It's, maybe you can explain it the best. That's the Beta-Version of a new solver from PokerCode, and it's all pre-solved, so that's just fucking insane. I just worked with Pio so far, but there's like no, it's just an insane difference between those two, and yeah, I'm really happy that I can use it. I think it's pre-solved database which you can just access. You have a 20-second delay, so you cannot be misused to in-game, but you can just choose any spot and then click through basically the Pio sim in a new interface, and it's just, I see it the first time, it looks really, really nice. It's fantastic. So here is out of position against button. Was ist jetzt der Einsatz, Leute? Genau. 10 Arbeits. We do a range for a quiz. There's, I don't know if you can see it on the camera. Or is this the Pokemon Code range for you? Yeah. And I'm perfect. I'm gonna quiz them on how on point they are. So I don't know, 20 euros buy-in, winner takes it all. Yeah, winner takes okay. Winner takes $80 or all 80 or nothing. It's okay for me. All or and nothing. First who takes, I think 50 points is pretty quick. 50 points. So how okay. It works is I say a spot. And can you make an example? Yeah, it's like first we start with open raising. So it's either fold or raise. Raise, fold. Pretty easy. So raise, fold, okay. One example round is open raising, 30 blinds, early position, aces. 1, 2, 3, hand up. And if you fold. Sie hat es noch nicht gecheckt, oder? Ja, doch, ich hab's gecheckt. Ja, du hättest jetzt aber die Hand heben müssen, ne? Das sollten wir es jetzt als machen, oder? Das wäre jetzt. Okay. Das war das Beispiel. So, we start in early position. Okay. Early position, fairly blind steep, King 10 off. 3, 2, 1, raise. Also, es kriegt jeder einen Strich. Außer Tobi. Außer Tobi. Okay, let's go. Queen 10 off. Warte, ganz kurz nochmal. Queen 10 off, was? Wo? Ja, immer noch. 30 BB early position. Okay, also ich sag den Spot. Das bleibt jetzt erstmal early position. Genau. Okay. Okay. Early position. 30 BB deep. Queen 10 off. 3, 2, 1. Voll. Jeder Strich. Oder wenn alle. Kannst. Aber dann machst du 50 Grenzen, oder? Ja, dort, ja, dann machen du alle, bei allen Strich, ja.
Bube, Dame, O. 3, 2, 1. Raise. Das muss sein. Aber nicht ganz, also 50% wahrscheinlich. Mhm. Oh, Andi, Junge! Ah, der hat gelernt. 2, 1. Scheiße. Alter, ich habe 100% bis jetzt. Ich habe noch nicht eins falsch. Ja, du bist gut. Doch, du hast 4 falsch. Doch, 4 habe ich falsch. Ich wollte gerade sagen. Beruhig dich. Echt? Angeber. 3, 2, 1. Brace. Nee. Jetzt verkacke ich das. Ich habe 100% mit denen. Ich habe alle richtig. 10 nach Suited ist der MVP. Das ist aber auch nur. Ja, 10 nach Suited ist immer am Start. Immer drin. Semester later. Das Sick ist so, ich habe 33, Hansi 34 und Tobi 35 und du hast einfach 42, Alter. Boah, das muss ich nur noch zu Ende bringen. Sehr gut. Echt. Dann eine Frage für den... Schreib! Schreib! Das ist echt blöd, in dem mittleren Bereich weiß ich es immer und die anderen Sachen muss ich mir wieder anschauen. Der Raffi ist einfach kein guter Gewinner, deswegen will ich das denn. Boah! Der ist dann wieder, den ganzen Tag habe ich dann wieder dieses Ja! Ja! Ja, Mann! Habe ich dann im Kopf. Geil! Ja! 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 Ja, ich bin eher so ein, stiller Genießer. Ich bin dann nicht laut, wenn ich gewinne oder so. Ich raste da nicht aus. Ich nehme es einfach hin. Das kann ich ja auch nicht. Ich meine, der Triumph ist jetzt auch nicht so groß gegen euch. Man kann Gewinn nicht hinnehmen. Man nimmt hin, dass man verliert. Ich kann auch Gewinn hinnehmen. Wenn du irgendwann mal so gut bist wie ich, dann kannst du das auch. Das lernst du. Sechs, du stumpfst fünf, dann Siebte. Ab. 3, 2, 1. Race. Ich habe gar nicht hingeguckt. Hat jeder von euch? Ja. Du nicht, sag das. Ich wollte nicht. Ja, wir haben's alle. Du nicht. Du hast es nicht. 5, 4, 7. 3, 2, 1. Pol. Okay. Was ist es? Darf man das schon? König? Ja, Raffi hat es gewonnen. Fragen, ja, okay. Sehr nice. Boah, das bin ich gut. Der stille Genießer. Wer ist Zweiter? Wow. Danke. Ja, was? Nicht wieder Zehnter. Ich bin einfach letzter Einpunkt. Nicht wieder Zehnter. Ich werde reich, oder? Ich werde reich. Knapp dahinter. Ich bin bester Spieler und dann verliere ich das Geld. Nicht wieder Zehnter. Ich bin der Beste. Ja, zwei mehr. Seit 3 Monaten spielen wir Quizzes. Endlich hast du es geschafft, eins zu gewinnen. Ich gewinne jedes Quiz einfach. In dieser Runde, Damien. In dieser Runde, ich gewinne jedes Quiz. Ob bei Q auf dem Geburtstag, auf, bei Hansi Jubiläum oder was auch. Nee, bei dir war es Geburtstag, bei dir war es Jubiläum. Jedes Quiz gewinne ich. Was redest du da? Gar keine Chance, die anderen. Und es setzt sich einfach so jeden fort. Quiz. Es setzt sich einfach so fort. Erste Mal gewonnen. Aber jetzt ging es um Geld. Holt die Kohlen raus. Achso, wir sind quitt, ne? Ja. Du kriegst eh noch 20 von mir. Okay. Okay. Ja, nice. Aber ich find's froh, dass ich nicht letzte. Boah, das war echt schlecht. Holy shit. Ja, die sind krank, die Pokerweise gewesen. Aber ich hab auch versucht, mir die reinzuballern. Ehrlich, ey. Das hier selber nachschauen und dann hier checken, das ist für mich gerade mindblowing. Das ist wieder... Ich wusste es einfach, Der Keeper jeden Tag 2 Stunden. Ja, also ja. Es geht nicht. Ja, es geht nicht anders.